Liebe Zuschauer, und damit ein herzliches Willkommen zur Bürgermeister-Sprechstunde der Lausitzwelle, einem Gemeinschaftsprojekt mit der Medienanstalt Berlin-Brandenburg. Bei unserer Rundreise durch den Landkreis Elbe-Elster hat es uns heute nach Prösen in der Gemeinde Röderland verschlagen. Wir sind einer Einladung von Bürgermeister Markus Terne gefolgt, den ich ganz herzlich jetzt bei mir am Mikrofon begrüße. Schönen guten Tag, Herr Terne. Willkommen im Röderland. Hallo. Wir wollen ein bisschen sprechen über das, was aktuell bei Ihnen jetzt in der Gemeinde so anliegt. Bevor wir beginnen, wollen wir aber auf eine Sache zu sprechen kommen, die sicherlich die Menschen in den letzten Wochen bewegt hat. Wir hatten Kommunalwahlen überall hier bei uns im Land, natürlich auch im Landkreis. Wie ist denn nach den Wahlen jetzt die aktuelle politische Situation bei Ihnen im Verantwortungsbereich? Also innerhalb der Ortsberäte und der Gemeindevertretung, die ja am Tag der landesweiten Kommunalwahlen mitgewählt wurden, gab es keine allzu großen Veränderungen. Stärkste Kraft, auch im Röderland, ist die AfD geworden, gefolgt von der CDU und von den Wählergruppen aus den Ortsteilen. Leider ist es so, dass in der Gemeindevertretung 3 Sitze unbesetzt bleiben, weil die entsprechenden Wahlvorschläge nicht über die ausreichenden Kandidaten verfügten. Also wird sich die Zahl der Gemeindevertreter von 16 auf 13 reduzieren. Die Ortsberäte konnten insoweit fast vollständig gewählt werden. Darüber bin ich sehr glücklich. Es sind neue Gesichter dabei. Es bleiben aber auch erfahrene Kommunalpolitiker uns erhalten. Und ich glaube, die Zusammenarbeit wird weiterhin genauso erfolgreich verlaufen, wie es in den letzten 5 Jahren, also der zurückliegenden Kommunalwahlperiode, der Fall war. Wir haben uns, damit kommen wir zu den aktuellen Themen, heute hier in Prösen an der Schule verabredet. Bevor wir auf all das, was mit dieser Schule zusammenhängt, zu sprechen kommen, vielleicht noch ein paar Worte dazu. Wir hatten ja in den vergangenen Tagen doch recht turbulentes Wetter und auch hier ist es ganz schön eingeschlagen. Wie ist der aktuelle Stand? Ja, das war so. Also wir hatten ja eine Großwetterschadenslage, die insbesondere die Ortsteile Stolzheim an der Röder und den Ortsteil Prösen hier getroffen hat. Viele Gebäude sind beschädigt worden, im kleineren Ausmaß oder im ganz großen Ausmaß. Das Landschaftsbild hat sich auch verändert. Es sind viele hunderte, vielleicht sogar 1000 Bäume entwurzelt worden. Auch hier die Schule hat es getroffen, und zwar das Gebäude hinter uns der Oberschule. Da ist es mittlerweile so, dass das Dach fast komplett abgedeckt wurde. Hier müssen wir natürlich zügig unterwegs sein. Wir haben die Verkehrssicherungsschlichten mittlerweile hergestellt in den beiden Ortsteilen. Wir sind jetzt dabei zu schauen, wo muss dringend noch was gemacht werden. Ansonsten geht es auf die Aufbereitung, auf die Aufräumarbeiten. Und wir hoffen, dass dann das Leben irgendwo wieder vernünftig und in geregelten Bahnen laufen kann. Es war aber eine ziemliche Herausforderung, auch für die betroffenen Einwohner unserer Gemeinde. Der Sachschaden ist ja erheblich. Zum Glück gab es keine großen oder schlimmen Beeinträchtigungen, Verletzungen von Einwohnern oder dergleichen. Also Personenschäden hielten sich in geringem Maße. Nun wollen wir über die Schule ein bisschen reden. Es ist ein gutes Zeichen natürlich für Prösen, wenn man einen Erweiterungsbau machen muss. Das heißt, es sind die Kinder da, die in die Schule gehen wollen. Da haben Sie einiges vor. Da haben wir einiges vor, ja genau. Prösen ist der Schulstandort. Wir haben hier 2 Schulen, zum einen die Grundschule Prösen, zum anderen die private Oberschule. Beide Schulen sind sehr gut besucht. Hier in der Schule Prösen, in der Grundschule werden 165 Kinder aktuell betreut, in der Oberschule sind es 144. Und wir haben seit 3 Jahren den Vorteil oder das freudige Ereignis auch, dass die jeweils beiden ersten Klassen zweizügig eingeschult werden. Das stellt uns allerdings vor die Herausforderung zu schauen, wie sind die räumlichen Bedingungen hier an der Grundschule, und wir mussten feststellen, dass die nicht mehr ausreichend sind für die vielen Klassen, die hier unterrichtet werden. Von daher hat sich die Gemeindevertretung dazu entschlossen, einen Schulerweiterungsbau durchzuführen. Das ist eine große Investitionssumme für uns als kleine Kommune. Wir werden das stemmen. Wir werden sicherlich dazu auch einen Kredit benötigen. Die entsprechende Kreditgenehmigung des Landkreises liegt uns vor, und wir hoffen, dass im Frühjahr nächsten Jahres der Schulerweiterungsbau eingeweiht werden kann. Der Schulerweiterungsbau wird auf einer Gesamtfläche von ungefähr 400 Quadratmetern errichtet. Wir werden 2 Klassenzimmer neu errichten. Wir werden ein Lehrerzimmer mit in den Schulerweiterungsbau mit aufnehmen. Wir werden auch eine Räumlichkeit für die Schulsozialarbeiter schaffen und natürlich die sanitären Einrichtungen und den Hauswirtschaftsraum. Damit man mal ein Gefühl dafür kriegt, dass auch eine kleine Gemeinde viel Geld in die Hand nehmen muss, was ist als Summe da kalkuliert? Also die Kostenschätzung, auf der unsere Finanzplanung basiert, beläuft sich auf ca. 1,5 Millionen Euro. Mhm. Schule ist immer das eine, davor geschaltet ist in der Regel immer auch Kita-Plätze. Und natürlich, wenn man junge Familien anlocken will, sind Schulplätze wichtig, aber Kita-Plätze auch. Wie sieht es da bei Ihnen aus? Genau. Wir haben in der Gemeinde in den Ortsteilen insgesamt 5 Kindertagesstätten, einschließlich Hort. Wir haben aktuell eine Auslastung in den Einrichtungen von 95%. Das ist ein hervorragender Wert. Das zeigt auch, dass wir ein tolles pädagogisches Personal haben in den Kitas. Die Erzieherinnen leisten da eine richtig tolle Arbeit. Da sind wir auch als Kommune sehr stolz drauf.
Und wir als Gemeinde investieren natürlich auch sehr viel in den Kindertagesstätten. Wir stellen neue Außenspielgeräte auf, wir sanieren die Räumlichkeiten, alle Kitas sind durchweg eigentlich saniert und wir sind ständig fortlaufend dabei, die Bedingungen auf einem sehr, sehr guten, hohen Niveau zu halten. Und das ist uns als Kommune, auch den Gemeindevertretern, als politischer Entscheidungsträger sehr, sehr wichtig. Und hier stellen wir jedes Jahr große Summen bereit, um dort einen tollen Standort zu haben. Weiteres wichtiges Kriterium für junge Familien ist eine gute Anbindung. Verkehrsinfrastruktur muss passen. Was ist da auf der Agenda? Ja, hier hat die Gemeinde noch ein bisschen Arbeit vor sich, so ehrlich darf ich sein. In den letzten 3 Jahren gab es einige Verkehrsinfrastrukturvorhaben, die wir auch gemeinschaftlich mit anderen Trägern, Straßenbaulastträgern durchgeführt haben. Zu nennen ist hier der grundhafte Ausbau der B169 im Zuge der Ortsdurchfahrt Brösen. Mhm. Das war ein Gemeinschaftsprojekt mit dem Landesbetrieb Straßenwesen. Wir haben vor 2 Jahren zusammen mit dem Landkreis Elbe-Elster die Saathainer Straße in Stolzenhain komplett grundhaft ausgebaut und saniert. Als separates, eigenes kommunales Vorhaben war der grundhafte Ausbau der Brösener Gartenstraße hier in Brösen. Und wir haben noch einige weitere Projekte, wo wir sagen, da müssen wir langsam mal ran, weil der Zustand halt nicht mehr so toll ist und natürlich die Verkehrsinfrastruktur ein wichtiger Bestandteil ist, um hier die Gemeinde attraktiv zu halten. Letzter wichtiger Punkt ist auch ein gutes Stichwort, Gemeinde attraktiv halten. Es muss auch ein reges Vereinsleben geben, damit sich die Menschen gut aufgehoben fühlen in der Region. Da haben Sie keine Sorgen, oder? Nicht wirklich. Wir leisten wirklich eine tolle Vereinsarbeit, insbesondere logischerweise in dem Verein. Da wird eine ganze Menge gemacht. Wir haben über 20 Vereine mit insgesamt über 1000 Mitgliedern. Man kann schon sagen, jeder dritte, vierte Einwohner hier in der Gemeinde ist Mitglied eines ortsansässigen Vereins. Das ist ganz, ganz toll. Für uns als Gemeinde ist es hier ganz besonders wichtig, die Vereinsarbeit zu unterstützen. Die Gesellschaft, das dörfliche Miteinander, das wird halt in den Vereinen gelebt. Die machen eine ganze Menge für die Gesellschaft, für das Miteinander. Und hier unterstützt die Gemeinde auch in Größenordnung jedes Jahr. Zum Beispiel die Sportvereine, die brauchen für die Unterhaltung der Liegenschaften und so weiter kein Geld bezahlen. Wir geben Zuschüsse für Veranstaltungen. Als letztes Projekt hat die Gemeinde ein sogenanntes Spielmobil aufgestellt. Das ist ein Autoanhänger, der mit einer Hüpfburg, mit Gebläse, mit Außenspiel, mit Autospielgeräten bestückt ist. Das wird dem Verein, der Jugendfeuerwehr, natürlich auch den öffentlichen Einrichtungen kostenlos zur Nutzung angeboten. Ehrenamt ist, glaube ich, auch das Allerwichtigste, nicht nur für den Bürgermeister, sondern für das Leben in der Gemeinde, in den Städten, in den Kommunen überhaupt, oder? Ja, auf jeden Fall. Also was in den Orten funktionieren muss, das ist das Vereinsleben, das ist ganz klar. Das fängt mit dem Sportverein an und hört natürlich mit der Feuerwehr nicht auf. Das ist ganz, ganz wichtig, die Ehrenamtsarbeit. Und wenn es die in den Orten nicht mehr gibt, dann ist es um die Orte wirklich schlecht bestellt. Das Leben gestaltet sich dadurch viel, viel besser und die Einwohner empfinden das auch so und haben natürlich eine Möglichkeit der Freizeitbeschäftigung für Jung und Alt. Herr Tanne, ich möchte am Schluss die Gelegenheit nutzen, Ihnen noch eine Frage zu stellen, die ich eigentlich allen, die wir hier am Mikrofon begrüßen, stelle. Es gibt ja so Projekte, wo die Bürgermeister, die Amtsdirektoren oder die ehrenamtlichen Bürgermeister einfach sagen, das steht bei mir ganz oben auf der To-Do-Liste, auch wenn sie vielleicht wissen, dass sie es nicht gleich im nächsten Vierteljahr, halben Jahr oder einem Jahr umsetzen können. Gibt es da bei Ihnen auch etwas, wo Sie sagen, das will ich unbedingt? Also es gibt viele Projekte, die ich als Bürgermeister hier in der Gemeinde noch umsetzen will, aber eins liegt mir ganz besonders im Herzen, weil es schon uns ein ganzes Weilchen beschäftigt und ganz wichtig ist, und zwar ist es der Ausbau der Kreisstraße im Ortsteil Heider unserer Gemeinde. Das ist noch eine alte Kopfsteinpflasterfläche und insbesondere bei Nässe ist er halt auch für Zweiradfahrer ganz, ganz schlecht zu benutzen. Hier sind wir in enger Abstimmung mit dem Landkreis, weil der Straßenbaulastträger ist und ich hoffe doch, dass es in 2, 3 Jahren losgehen kann. Da wäre ich schon ganz glücklich. Also das wäre ein Projekt, was mir wirklich am Herzen liegt. Gut, dann sage ich an dieser Stelle vielen herzlichen Dank für die Einladung, Herr Tanne, dass wir hier zu Gast sein dürfen und vielleicht fragen wir im Rahmen dieser Sendereihe bei Ihnen einfach nochmal nach. Vielen Dank. Vielen Dank, schön, dass Sie da waren. Ja, und liebe Zuschauer, das war unsere Stippvisite hier in Brösen. Wir ziehen weiter im Landkreis Elbe-Elster. Unsere nächste Station ist das Amt Schradenland. Ich sage Tschüss, bis dahin, Ihr Andreas Gröbe.